viele Spieler. Andi war immer ein guter Gegner, jetzt ist er in Nürnberg, deswegen würde ich schon sagen, ja, ich bin einer der besseren Spieler bei Bayern. Oh, okay, das ist diplomatisch ausgedrückt, aber wir werden das jetzt überprüfen. Ihr habt Lust loszulegen? Ja, also, checken wir die Zeller Beobachtung hier am Scoreboard-Pult von Jens Lang, dem Brandmanager von Adidas im Bereich Tischtennis. Auf dem Weg zurück in die zweite Liga, also selber ein richtig guter Spieler. Das bedeutet auch, er hat die Regeln im Griff und hier kann keiner pfuschen, ja? Damit ihr das schon mal wisst. Nicht wie das vielleicht noch einige kennen von früher, nicht mehr bis 21, sondern seit einigen Jahren schon bis 11 oder nur noch bis 11. Und das Aufschlagrecht wechselt immer nach 2 Punkten. Ich kann mir vorstellen, ja bitte, noch eine Frage? Nee. Ja doch, die Angabe, wer anfängt, wie macht man das nochmal? Wie du gemacht hast, genau. Also, den Klassiker unterm Tisch. Erster kleiner Sieg für Andreas Otte. 0-0. Auf geht's, Otte serviert. Das lässt sich gut an, das Niveau. Ja, die Punkte sind wahrscheinlich etwas kürzer hier, Jens. Du musst aufpassen, dass du mit dem nachlegen. Zwei Aufschläge, wie gerade erklärt. Hast du nicht gesehen, dass er dran war? Fair Play, der war nicht dran. Oh, schon die ersten Regelunstimmigkeiten, Jens. Da muss der Schiedsrichter durchgreifen. Was hast du gesehen? Lahm Tische. 1-1, Lahm steht auf. Warte, ich habe mehr bezahlt vor dem Spiel. Nicht ganz im Weg stehen. Oh, ist ja noch Hindernis. Hey Jungs, das ist auch ein bisschen eine andere Geschichte, ne? Beim FC Bayern, da guckt ja keiner zu wahrscheinlich, außer der Hoeneß-Uli mal gelegentlich. Ja? Und der Trainer auch noch, okay. Aber hier, ja, Publikum ist da. Passt schon. 5-3 Lahm. Glaube ich, noch einen Zwischenapplaus wert, gut am Tauschen. Ja, weil Philipp, du spielst hier das angehende Profimodell, ja, so in die Richtung gehen. Von daher, du mit dem Rookie. Genau. Also, das waren jetzt zwei Vorteile, die kannst du jetzt mal mit dem Racket ausgleichen. Ja? Das merkt man gleich, wie er in der Hand liegt. Hab ich, oder? Oder willst du noch einspielen oder so? Oder? Passt er? Oh ja, Touché, der hat berührt, oder? Aber werden wir. Was? Das ist der neue Schläger. Das ist der neue Schläger. Ja. 11-10, zwei vor natürlich, 18-10. Ja, und dann abwechselndes Aufschlagrecht, genau.
11-11. Nervenschlacht. Ich glaube, es ist der vierte Satzball, oder? Wenn ich nicht mitgezählt habe. Andreas? Genau. Und der Satz für Andreas Otte. Wir gehen in den entscheidenden dritten Satz. Der Sieg in der Liga oder kriegst du beides hin? Das wäre super natürlich, wenn ich beides hinkriege. Es sind beides wichtige Matches, aber ja, ich denke, für mich wird es ein besonderes Spiel. Ich spiele seit 96 bei Bayern München und jetzt das erste Mal gegen Bayern. Es wird interessant, ich freue mich aber auch drauf. Und jetzt weiter gegen einen Bayern. Also, ihr beiden Münchner, dritter und entscheidender Durchgang. Platte war neu, der Schläger war neu, die Bälle neu. Nee, Andi war besser, muss man einfach akzeptieren. Und ja, ich gehe jetzt heim. Okay, genau. Und gibst ihm dann sozusagen die Revanche, eben schon angesprochen, wenn Nürnberg gegen Bayern spielt? Ja, hoffen wir mal. Also wir wollen am Ende ganz oben stehen und deswegen müssen wir, oder ist auch die Pflicht natürlich, auswärts beim beim ersten FC Nürnberg gewinnen. Ich habe ja gelesen, Philipp Lahm, das ist zwar was Privates, aber so viel privat darf glaube ich sein, heiratet am 14. Juli. Ich übrigens am 31. Juli. Ich gebe zu, ich bin jetzt schon höllennervös. Du übrigens auch oder steigt da eigentlich nur jetzt das WM-Fieber in diese Zeit? Erstmal das Tischtennis-Fieber, dann Fußball-Fieber und nach der WM dann das Hochzeitsfieber. Okay, also die Vorbereitung macht die Lady. Ich bin ja auch viel unterwegs. Ja, genau. Das muss sein. Also, okay. War das jetzt übrigens die erste Niederlage? Nein. Gegen Andi Otte? Ach nee, wie wir vorher schon gesagt haben. 50-50 ist immer unterschiedlich. Normal komme ich bei meinen Spielen halt mehr über die Kondition gegen Andi. Heute nur Dreisatzspielen. Schade. Ja, okay. Haben wir die Regeln falsch abgeändert? Bester Fall wäre dann das Spiel von Philipp Lahm gewesen. Andreas, erstmal die Gratulation nach der Niederlage gestern. Ich glaube, es konnte nichts Besseres passieren als heute dieser Aufbausieg. Für mich perfekt. Ich glaube, der beste Start jetzt nach so einer Niederlage ist einfach wieder ein Erfolgserlebnis und deswegen danke Philipp, dass du mir da geholfen hast. Aber ich hatte das Gefühl, ein bisschen heimliches Training war da doch. Hast du geblufft vorhin, als du gesagt hast, nein, ich habe lange nicht mehr an der Platte gestanden? Nee, ich glaube, das ist einfach das, wenn man lange nicht mehr spielt, dann kommt man schneller wieder rein und deswegen ich bin froh über den Erfolg heute. Ja, und der Erfolg, da kannst du froh drüber sein, wie gesagt, Glückwunsch, aber wir haben jetzt noch einen kleinen Auftrag für dich, weil jetzt musst du nämlich noch ein ganz entscheidendes Match spielen. Ja, genau, denn der Sieger, liebe Gäste, danke Philipp, ja, erstmal. Ich sage, ja. Ja, noch nicht ganz. Denn du musst jetzt noch ran gegen den Messechef München, gegen Klaus Dieter. Zweiter Matchball, Andreas Otte. Und da ist es passiert. 3-1 Sieg für Andi Otte. Timo Bolz und Co. dieser Welt einfach auch gut performen, oder? Ganz klar, es ist unheimlich wichtig, man braucht Vorbilder, man braucht Testimonials und ja, wer weiß, wir haben ja heute schon mal einen guten Anfang gemacht. Absolut, genau.